So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Police Simulator Officer auf der Streife hier. Und es geht hier weiter mit einem Unfall, mit dem ich noch nicht so ganz klarkomme. Ich weiß nicht, warum es hier nicht weitergeht. Der haut nicht ab. Das Auto habe ich angefordert zum Abschleppen. Kann ich auch gar nicht mehr an. So, ich kann auch jetzt nicht einfach hier Verkehrsanweisungen geben. Bewegen und warten. Gelände verlassen kann ich nicht anwählen. Jetzt sagt er nichts mehr. Ja, es gibt Minuspunkte. Zwei Stück, ja. Ach, das ist doch Kacke. Ich wusste genau, dass das passiert, aber es geht hier nicht weiter. Warum geht es hier nicht weiter? Der Wagen ist erledigt. So, und den anderen Unfall. Warte mal. Ich muss jetzt mal gucken, was ich hier jetzt... Ich habe überhaupt nichts, ne? So, was haben wir hier für einen Punkt? Da haben wir einen Punkt. Da haben wir einen Punkt. Das angeforderte Profil konnte nicht im System gefunden werden. Ausweiskontrolle, oh Gott. Gut. Und von wem war das? Ja, ich kann jetzt hier nichts mehr machen. Ich kann den Krankenwagen rufen, der ist da. Ich kann mit dem Krankenwagenfahrer nicht sprechen. Ich kann nur mit der Dame sprechen. Jetzt muss ich nochmal in den Ausweis gucken. Selbst wenn ich nochmal Minuspunkte kassiere, ist mir jetzt egal. Das war die Ausweiskontrolle. Das heißt die 1887. 0120. Das ist die 1887 0120. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Hier ist er. Ja, den habe ich doch gesehen. Kriege ich jetzt wieder Minuspunkte? Nee, zum Glück nicht. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Da, den habe ich ja auch durch, wie es aussieht. Hier kann ich nichts mehr machen. Das Auto ist erledigt. Oder war der das mit dem Ausweis? Einmal den Ausweis, bitte. Natürlich. Bitteschön. C87, 60, 120, das ist der Ausweis, der gestohlen ist. Dann verhaften wir den mal. Ne, stopp. Einmal kurz nochmal reingucken. Sicherheitshalber. Angeforderte Profil konnten nicht im System gefunden werden. Ist der jetzt gestohlen oder ist er gefälscht? So, was ist der, ne? 1887, 120, ja. Das ist die Frage, das weiß ich ja gar nicht. Was sehe ich aber jetzt? Ich werde ihn verhaften wegen eines Hintergrundprüfung und Dokumente. Falscher, gefälschter Personalausweis oder gestohlener Personalausweis? Woher weiß ich das jetzt?
Naja, ist ja gefälscht, weil es ist ja sein Bild drauf. Gestohlen wäre nicht sein Bild drauf. Ich muss Sie festnehmen. Ihr Ausweis ist gefälscht. Bitte, nein! Punkte gab's, ne? Habe ich das auch gar nicht gesehen. So, und dann machen wir natürlich den Gefangenen. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. So. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an ihren aktuellen Standort geschickt. Gut. Plus 15. Jawohl. Gut, die zwei Minuspunkte, die kann ich noch verkraften. So, wie kann ich jetzt hier agieren? Warten wir mal, bis der weg ist. Mal gucken, was dann passiert. Vielleicht ändert sich ja dann wieder irgendwas. Entschuldigung. Puh, ich glaube, das waren jetzt zu viele auf einmal. Den ersten habe ich völlig versemmelt. Ne, den ersten habe ich gar nicht gemacht. Den zweiten habe ich versemmelt. Der dritte sieht zwar gut aus, Fortschritt alles grün. Aber es geht hier nicht weiter. Es geht einfach nicht weiter. Kann den selbst nicht verhaften. Es kommt kein Auto, es kommt kein Abschlepper. Ich sollte einmal um den Block fahren, um zu gucken, was jetzt passiert. Das hat keinen Sinn, ne? Der ist ja auch noch da. Also er kommt ja erst in 24 Stunden. Hat die was gesehen vielleicht? Ma'am? Naja. Also ich kann die ansprechen. So, mit dem kann ich auch nichts mehr machen, weil der ist eigentlich wahrscheinlich schon abgeholt. Nee, hat keinen Sinn. Ich muss das hier jetzt abbrechen. Weil ich nicht weiß, was passiert. Okay, war kein Problem. Wenn ich jetzt... Ach so, warte mal, habe ich im Kofferraum vielleicht die... Ach ja, guck mal hier. Pylonen. Pass mal auf, jetzt probiere ich mal was. Ob das jetzt wieder Minuspunkte gibt, weiß ich nicht. Ich sperre jetzt mal hier die, aber das... Ich kann die nicht lenken, ne? Nochmal. Geht eigentlich auch nicht so richtig. Kann ich hier wieder zurückpflegen? Wegräumen. Okay. So, machen wir nochmal auf und nehmen uns mal so eine Fackel. Unfallstelle sichern. Ja, kann man machen. Verkehr zu lenken. Probieren wir das doch mal. Geht aber auch nicht. Ah doch.
wie kriege ich den gelenkt? Ich nur zwei. Ja, fahren aber trotzdem nicht, ne? Hallo, fahren Sie mal da. So. So, Fokusmodus. Da machen wir Pylonen wieder weg. Bringt ja nichts. Ja, keine Ahnung. Ich muss vielleicht noch irgendwas machen, aber ich kann nichts mehr machen. Ich kann mit dem nicht interagieren. Mit dem nicht. Ich kann zwar hier die Person ansprechen, die habe ich festgenommen, weil sie ein bisschen mit Drogen versorgt ist. Nee, Quatsch, weil der Versicherung, nee, ich weiß auch nicht. Nee, weil der Personalausweis gefälscht war. Das war offensichtlich richtig. Bewegen, ja, das war nicht gut. Das wiederholt nach dem Personalausweis. Okay, das ist ja nicht so tragisch. Aber ich habe heute nur eine Begegnung, ne? Das kann es ja echt nicht sein. Also. War eigentlich zu laut, ne? So, ich kann hier nichts machen, ich kann überhaupt nichts machen. Bericht. Bericht. Was machst du hier? Guckst ein bisschen, hängst ein bisschen ab. So. Der parkt ja schon mal auf dem Bürgersteig. Da kriegt er schon mal einen Strafzettel. Dings und auf dem Bürgersteig. So, zack. Ich muss noch ein bisschen was machen hier. Ich krieg ja gar nichts zusammen. So, der eine Unfall ist weg. Ja, und den kriege ich nicht fertig, weil irgendwie kein Bericht. 121 Punkte. Details. Zeugen befragt, tralala. Rechtmäßig gefragt nach Alkohol. Unfallbericht mit Bonus. So. Dann setze ich mich jetzt ins Auto und hau ab. Weil hier ist irgendwas. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss jetzt einsteigen, wegfahren. Ich habe gar keine Wahl. Ich habe alles veranlasst. So, es ist alles weg. Jetzt fahre ich einmal um den Block.
Hier muss man auf die Ampeln aufpassen und blinken. Er blinkt. Und er fährt ohne Licht. Ich weiß nur nicht, ob das zählt. Jetzt wird das eingeschaltet, ne? Was war? So, ich habe immer noch keine Radar. War auch irgendwas mit Licht, ah ja. Ist nicht so ganz einfach hier. Das alles hier zu blicken. Ah, ich schieße sie gleich vorbei. Aber ich fahre jetzt gleich nochmal zurück, um zu gucken, ob die Unfallstelle da jetzt... Huppla! So, wie kriege ich den jetzt zum Halten? So, Sirone, Signalton, anhalten, Y. Danke. Ist mein Auto jetzt kaputt? Jetzt fährt er weiter. Nee. Ich habe mein Auto zerstört. So, jetzt hat er angehalten, weil ich diesen Ton... Aha. Gut, das habe ich jetzt verstanden. Jetzt kann ich den auch anquaken. Fahrer. Bei Rot über die Ampel. Oh, das muss ich kurz überlegen. Fahren. Rote Ampel überfahren. Ich habe Sie angehalten, weil Sie bei Rot gefahren sind. Das stimmt, Officer. Tut mir leid. Gut. Erstmal. Ich möchte gerne Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Irgendwas Sinnvolles gemacht hat. Bitte schön. Der Unfall jetzt geräumt ist da hinten. So, gültig ist er. Sieht auch so aus, wie sie aussieht. Und das Auto ist auch gültig. Ablaufdatum, alles okay. Da gibt es keinen Grund. Brauchen Unterstützung, wer ist verfügbar? Nein, ich meine, Schicht ist gleich vorbei. Ich kann auch eh nichts machen jetzt. Verstoß bestätigt. Strafen. Ne, hab ich doch. Hier ist 4562. Ich verfolge die verdächtige Person. Gehen. Schönen Tag noch. Ja, ich war jetzt mitten im Dingens und ja, okay. Und mein Auto ist kaputt. Das habe ich gut gemacht, ne? Kann ich ihn auch abschleppen? Ich habe einen Unfall gebaut.
Scheinwerfer. Okay. Gehen die noch? Ja. So, Polizeicomputer kann ich hier auch machen. Was ist das denn eigentlich? Ach, da kann ich quasi auch hinfahren, um meine Schicht zu beenden, die gleich zu Ende ist. Also der einfache Dings ist für... Ups. Ui. Muss ich den jetzt in die Werkstatt bringen? Eine Ampel? Ne. Fußgänger? Ne. So, Schicht ist gleich zu Ende, da stelle ich den Wagen ab. Was haben wir noch? Ein Falschpark. Ich habe jetzt, ja, 300 Punkte wegen dem Unfall, aber es ist, irgendwie hat das nicht geklappt. Das hat mich auch sehr viel Zeit gekostet. So. Wie, mein Auto ist wieder ganz. Nee. Oder? Das aussieht schon, ne? So, Licht aus. Aussteigen. Gut. So, ja. Wir haben etwas Zeit. Wie kann ich jetzt das Auto reparieren lassen? Kann ich das auch nehmen? Achso, ich kann das jetzt nehmen. Ja, gut. Ein Auto kaputt gemacht. Gucken wir mal kurz ein bisschen hier rum. Ich mache aber doch die nächste Streife nochmal zu Fuß. Ich muss da diese Radarpistolen-Dingsbums da den Auftrag da noch erfüllen. Und hier wollte ich nochmal die Taschenlampe ausprobieren. Fokus 21, okay. So, ist das mit dem Fahrrad hier irgendwas? Ne. Dürfen die hier parken? Nur von 8 bis 12 Uhr mittags. Ja, ich weiß. Ich hätte halt gerne noch irgendwas gemacht hier. Okay. Oh, da haben wir ja noch was. Der ist zwar behindert, da steht sogar da drauf. Also das muss man auch mal erstmal gesehen haben, aber ist trotzdem abgelaufen. Die Sicherung ist abgelaufen. Da kriegt er noch einen. Abgelaufenes Kennzeichen. Das TÜV ist abgelaufen. So, die nehmen wir noch mit. Gut, dann gehen wir nach Hause. Ja. Gehen wir an den Schreibtisch. So, schnell darüber. Ich habe bei mir noch einen Blinker an. Die machen wir jetzt aus, sonst ist die Batterie nachher auch noch leer. Bin ich nur mal gespannt, wie das geahndet wird. Das kaputte Auto. So, Kelle ausrüsten.
Okay. Hätte ich gerne noch gewusst, ob der jetzt wirklich einen lauten Auspuff hat. Aber der hat einen lauten Auspuff. Ob ich ihn deswegen allerdings ahnden kann, das hätte ich auch noch gern gewusst. Hopp. So, Hut aus. Feierabend. Ach, das ist wieder das alte Büro. Okay. Schicht beenden. Jawohl. Gut, dann schauen wir mal, was wir hinbekommen haben heute. War jetzt nicht so prickelnd. Fußgänger, gut, den hatten wir natürlich aus den haben wir weggeschickt auf den Bürgersteig ohne Grund. War aber halt ein Fehler, ne? Da habe ich noch ein bisschen was geparken gemacht. Unfall, aber zwei Unfälle. Der war perfekt, der war nicht so perfekt. Den wir angenommen hatten, den haben wir gar nicht bekommen. So, okay. Neuer Tag, verfügbare Schichten. Gut. Die ist, warum ist die rot? Keine Ahnung, hat das einen Grund? Da jetzt drauf gehe. Nee. Aber warum ist die rot? Keine Ahnung. Ja, ich würde trotzdem mal gern nochmal eine Fußgängerschicht machen am Tag. Da sind mehr Autos unterwegs. Werden wir auch machen, aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Opa Gamer. Ciao.